kleine Finger-Kopfübung für dich. Und dazu nimm mal rechte und linke Hand und führ mal Daumen und Zeigefinger zusammen. Und jetzt geh mal Finger für Finger auf beiden Händen quasi Richtung kleiner Finger und dann wieder zurück Richtung Daumen. Richtung kleiner Finger und Richtung Daumen. Dann machen wir das mal gegengleich. Das heißt, unsere rechte Hand beginnt mal mit dem Daumen und dem kleinen Finger. Und unsere linke Hand, die beginnt mit Daumen und Zeigefinger. Du wanderst jetzt links Richtung kleinen Finger und rechts Richtung Daumen. Gegengleich. Und genauso wieder zurück. Ne? Rechts Richtung kleiner Finger jetzt und links Richtung Zeigefinger. Klappt gut? Dann ist wunderbar. Ansonsten wünsche ich dir noch viel Spaß beim Weiterüben.